Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ, der Mod von Arma 2, in der es ums Überleben geht. Mit dabei natürlich auch der Brammen. Oh ja, hallöchen. Oh ja. Und Price heute, ihr habt... Press the Sun, ja. Ihr habt ewig drauf gewartet. Wir sind jetzt endlich mal zu Gast bei Daniel und... Ey, da kommt ein Auto. Bei ja, Moondai. Bei Daniel und Ada kommt ein Auto. Ja, und Tobi. Ada, hey, ihr zwei! Das ist ja jetzt perfektes Timing, ohne Scheiß. Hallo! Ich wusste wirklich nicht, dass du hier bist, wow. Nee, ich hab's auch noch nicht gesagt. Ich wollte eigentlich den Witz bringen, dass ich beim Vorfahrt 8-Schild bin und euch dann im Dunkeln lassen, aber das hat nicht funktioniert. Gut, dann sind wir jetzt schon mal unterwegs. Wir spielen zwar immer noch die Map Taviana, allerdings mit einer neuen Mod, das heißt DayZ Origins hier. Und ihr habt hier schon ein bisschen rumgespielt, ne? Achso, wir. Daniel und Tobi. Definitiv, ja. Wir haben schon ein riesengroßes Dorf, wir sind gut equipped. Wenn wir gleich irgendwann mal aussteigen, kannst du auch sehen, wir haben einen Fummel an. Das ist alles frisch, was wir an uns haben. Und wo ist der Bram? Ja, schon. Ihr seid voll echt, ihr seht richtig militärisch aus. Ah, ja, Moment, den Bram möchte ich mal kurz gucken. Ey, du siehst ja echt voll Mongo-mäßig aus. Ich bin Glenn, Junge. Du bist nicht Glenn. Jetzt kommt der Standard. Ja, dann muss ich jetzt erst den Reifen kaputt schießen. Nein. Das macht nur Probleme. Wie, habt ihr keine Reifen dabei? Wir haben schon festgestellt, dass die Währung bei Taviana Reifen sind, weil überall Autos stehen, aber immer fehlt ein Reifen. Zumindest war das unsere Erfahrung. Ich sehe aus wie immer. Du siehst echt aus wie Glenn, ohne Scheiß. Ja, guck dir mal meine geilen Schuhe an. Wieso hast du schon eine Primärwaffe? Hab ich gerade gefunden in dem Gebäude, was da lag. Die geht aus dem Auto raus bei mir. Naja, egal. Gut. Was ist Origins, Tobi oder Daniel? Ja, Origins ist eine neue Mod für die Map Taviana und diese wundervolle Mod hat sozusagen ein ganz tolles neues Feature. Wir können Häuser bauen. Das ist, glaube ich, das tollste neue Feature. Es gibt neue Inseln, neue Häuser sozusagen auch und vor allen Dingen das Feature, selber ein Dorf zu bauen. Ja, die Karre ist übrigens das absolute High-End-Ding. Also es gibt nichts Besseres hier auf der Map. Ja. Also wir werden jetzt gleich auch richtig krass gepusht und so. Mega leise. Dann rotten wir die von innen aus. Und das sind wir der schleichende Tod. Das Ding ist mega leise, mega schnell und hält relativ viel aus. Also soll ich mal rausspringen? Viel rein. Nein, bitte nicht. Also selber Sachen bauen. Ja, das habe ich doch schon mal gehört. Ist das bei DayZ Plus oder nee, bei Wasteland oder so? Irgendwo kann man doch auch noch Sachen bauen. Bei Plus. Ja, genau. Da kann man aber nur so eine komischen Jägerstände bauen und so weiter und irgendwelche komischen Baustellen. Hier kannst du halt ein Haus bauen, das du auch abschließen kannst und wo du halt dein Loot drin lagern kannst. Und du kommst auch nur an das Haus ran mit dem speziellen Code, den du vorher eingegeben hast. Okay. Genau. Ah, DayZ meets Minecraft. Ja, richtig. Ganz genau. Das ist ja geil. Und es ist auch mindestens genauso anstrengend, die Ressourcen zu farmen, ja. Also es braucht Ewigkeiten, bis man mal genügend Ressourcen hat, um ein Haus zu bauen. Hier wird ja richtig angezeigt, wer wen gekillt hat, mit welcher Waffe und welcher Distanz. Ist so ein kleiner Hackerschutz, damit man sieht, welche Waffe und so, für den Fall, dass eine reingecheatete Waffe da ist und so. Kann auch nervig sein, wenn man livestreamt und die Leute dann immer sehen, wer auf dem Server ist und dann dadurch finden. Deswegen, naja. Seid ihr immer auf dem gleichen Server quasi? Weil ich kenne das nur von Streamern, dass die dann immer versuchen auszublenden, auf welchem Server die sind, dass das keiner rausfindet oder da so. Da war übrigens gerade ein Fahrrad, ich hätte fast das Fahrrad gerammt. ja, wir sind sozusagen dran gebunden, weil unsere Häuser hier sind. Unsere Häuser sind auch wirklich nur auf den Server hier. Und wenn wir den Server wechseln würden, dann wären auch unsere Häuser weg. Das ist ein bisschen problematisch. Ist das euer Server oder ist das einfach ein Public? Nee, das ist ein Public-Server. Ja, komplett Public, kann jeder drauf. Das heißt, ihr habt das wirklich ganz fair selber zusammengesucht, euch nicht irgendeinen Kram als Server-Admin gegeben oder so. Wobei ich glaube, das geht ja bei der Zigen. Wie viele Zombies waren das denn? Wir spawnen sozusagen die Zombies mit dem Auto, weil das Ding hier 120 fährt, also 123, spawnen die so spät, dass sie sozusagen auf einen Klotz spawnen sozusagen. Das ist dieser normale Spawn. Die verteilen sich dann so langsam erst. Ja, wobei ich kenne das noch aus der Sie so, dass die Zombies erst spawnen, wenn man aussteigt, aber das wurde ja, glaube ich, mittlerweile selbst im normalen DayZ gepatcht, oder? Mhm, genau. Ja, hier kann man dann auch... Hier spawnen die halt auch in Packs, wie du gerade gesehen hast. Also wenn du nicht aufpasst und in die Stadt rennst, dann hast du auch mal so ein 30er Pack Zombies hinter dir und das ist schon tödlich. So wie das da. Alter Vater. Wobei, bei dem, was ich von euch bisher gesehen habe, kam mir so vor, als würdet ihr sowieso einen Fuck auf Zombies geben, in dem Sinne. Ja, seid immer an den vorbeigelaufen, scheißegal auf die Zombies. Lasst den töten, und dann haben euch am Ende die Zombies gefressen. Aber das mag jetzt eine schlechte Szene gewesen sein, die ich ausgesucht habe. Denn unseren Zuschauern nach seid ihr echte Pros, im Gegensatz zu uns. Ja, die schreiben immer, wir würden nichts lernen, ihr werdet die Megakiller. Na richtig, das heißt... Wir haben, wenn wir da vorbeigelaufen sind. Na, kannst du hinterher tuckern. Ja. Du fährst auch 120 getuned aus der DDR, Junge. Auf jeden Fall. Nicht mal in der DDR gab es so einen. Das weiß ich, weil ich wohne hier.
Wieso gibt's das in der DDR? Oder? Das ist ja schön. Gibt keine Treckerrennen, erzähl doch keinen Quatsch. Ja. Also, selbst hier gibt's auf dem Land Treckerrennen. Ja, Zeitzeuge. Weiß ich nicht, was da los ist bei euch. Hier gibt es keine Treckerrennen. Du willst hier hinziehen, zieh hier hin, komm, kannst ein Treckerrennen fahren. Ja, kann okay. Das sein, dass sogar die Geschwindigkeitsnadeln und so der ganze Scheiß, dass die richtig animiert sind in den Autos? Ja. Ganz genau, das ist eines der wirklich tollsten Autos. Crazy. So, wir fahren übrigens gerade zu unserem Standard Helikopter-Spawn, weil wir wollen ganz gerne den Heli fertig machen, mit euch auf eine Insel fliegen. Namentlich Sektor B oder Salvation City, je nachdem, wie man gerade das Ganze nennen möchte. Hat zwei Namen, die Insel. Ich würde es Rudolf nennen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder Margret. Rudolf die Insel. Ja, das heißt, wir müssen einen Heli finden. Boah, 33, richtig. Wie Enfield. Finde ich voll cool mit den Einblendungen. Finde ich auch voll geil. Kann man sich immer schön dran ergötzen, wenn man selbst einen gekillt hat, immer schnell einen Screenie machen. Alter, wir nehmen beide auf. Ich glaube, du musst keine Screenies machen. Ach ja, stimmt. Ja, ich habe übrigens geartechnisch nada. Also ja, genau. Wir haben beide, glaube ich. Ja, ich bin mega equipped. Was hast du denn? Ich habe eine Toolbox, ich habe ein Enchantment Tool, ich habe 4 Magazine für die Makarov, ne, 3 nur noch, 1 zwei schon verballert. Und eine Double Barrel Shotgun mit einem Magazin. Reicht völlig. Eine Karte ist im Auto, kannst du dir eine rausnehmen? Oh, jetzt wäre ich beinahe auf den Jack gekommen, ey. Oh, jui. Karte ist natürlich geil, dann könnte man zumindest zeigen, wie das hier aussieht, weil ich habe auch gerade überhaupt gar keine Ahnung, wo wir sind. Tobi, hast du eine Jerrycan dabei? Nein. Ich habe gerade so eine große Jerrycan das erste Mal gesehen. Oh, shit, die hätten wir mitnehmen sollen. Ja, verdammt. Die war gut, wir brauchen eine Jerrycan. Nicht schlimm, in Belgrad-Nomoru ist das Hafengelände mit 8 Facility-Spawns. Bist du gerade einfach durch die Mitteldingens da gefahren? Ja, klar, das Ding ist relativ robust. Das Auto, wenn ihr... Nee, Arma 2 habt ihr nicht gespielt, auf jeden Fall gibt es diesen PMC-Mod, also Private Military Company, und da gibt es diesen SUV und ja, diese Private Military Company, die haben ja meistens immer für Geschäftsleute oder für hochrangige Regierungsmitglieder diese gepanzerten Autos, und genauso eins ist das hier, mit gepanzerten Scheiben. Wie man die auch immer in den Filmen sieht. Und so weiter. Deswegen kann man damit auch überall durchhacken. Richtig, deswegen kann man damit auch überall durchhacken, sozusagen. Außer gegen Mauern, das wollen wir nicht testen. Ja da, hier ist das Gebäude, fahrt da mal bitte durch. Mach mal den LKW da weg. Ey, bin ich schon mal gespawnt. Das weiß ich. Okay, ich denke, wir sollen aussteigen. Guck ich mir euch erstmal an. Ja, das ist doch... Darf man eine Karte hier rausnehmen? Oh, geil. Cooler Hut! Sehr cooler. Wer von uns beiden? Ja, der Rote. Ich meine nicht den Baret, oder wie nennt sich das? Geht zu Bram. Du bist ein Sektor B. Toll. Ja, hier da ist Sektor B. Viel lieber. Komm mal her, hier. Du kriegst eine Waffe von mir. Gut, hier. Liegt auf dem Boden. Ja, Moment, ich möchte mir die Map klauen. Ne, die Map ist gar nicht mehr da drin. Ich hab mir schon geklaut. Ach, verdammt. Hammer geil, wir kriegen eine Waffe. Lass mal Peter wegsnacken, sagst du? Was ist denn das jetzt? Ach, die Fall. Genau, die macht ordentlich Bums. Die soll auch relativ genau sein auf Entfernung, wa? Allerdings auch sehr laut, egal. Ich. Oh, Helikopter, oder? Warte. Helikopter, Gyrocopter, dürfte ein Prager-Copter sein. Ja. Könnt ihr auch gleich zum ersten Mal sehen, hier gibt es nämlich auch selbst zusammengeschweißte Helikopter. Davon ist er, ja. Ja, der fliegt über die Stadt. Sehen? Das ist ein Möwe. Nee, der ist einmal durch die Wolken. Nee, da halb rechts war der gerade so. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich guck mal hier in die Industrial Spawns. Ich wurde gebissen. Auf mich wird ich gebissen. Ja, auf mich wird, ich dachte erst, ich wurde angegriffen. Was sind eigentlich für geile Pickaxe hier? Ich spiele Minecraft-Style, oder? Ja, genau. Die sind komplett neu, man. Wer steht denn hier? Der Pete, glaube ich. Ja. Ja genau, mit diesen Pickaxes kann man Steine abbauen im Steinbruch. Die braucht man, das ist so ein Hausbaumaterial sozusagen. Also so wie bei Minecraft, Cobblestone. Wo kann man Steine damit abbauen? Im Steinbruch. Da können wir gleich mal vorbeifahren. Zwei spezielle Plätze halt dafür. Und ich habe eine Big Jerrycan gefunden. Ach, sehr schön. Ja, man könnte zum Beispiel diese Plätze campen, ne? Wenn man Langeweile hat. Genau, ja, wenn man Langeweile hat, kann man sich da hinstellen und dann warten, bis irgendjemand vorbeikommt und mit seiner Spitzhacke Steine hacken möchte. Oh. Und das ist das, was ihr quasi normalerweise macht, oder was? Nee, das machen wir nicht. Das ist ein bisschen over, also das ist langweilig. Ja, echt mal die ganze Zeit an einer Stelle warten, ist doch nicht geil. Fahr lieber umher. Wir treffen schon Auto irgendwo oder Spieler. Genau. So, ja, halt hier ist Sektor B. Schon... Was? Oder halt Sektor B. Genau, die böse NPC-Insel.
Tobi, wäre nett, wenn wir noch eine Big Jerrycan hätten. Kannst du vielleicht noch eine schauen? Eine habe, ja. Ja, eine einzige bisher. Wenn ich in, wie gesagt, gerade eine Moro bin, ich eigentlich immer ganz gute Hoffnung. Da finde ich eigentlich ziemlich viel. Hm. Aber ich gucke trotzdem mal. Ich sehe bloß über Minecraft-Echse. Genau. Ja, ist so. Und welche? Roten? Achso, da fällt mir noch was ein. Hier, Bram, du bist das, genau. Schau mal hier, Bram, das ist was am Boden liegt da. Das Blech mit dem Holz, das Reinforcing Material. Das ist eines der anderen Baumaterialien, den man braucht. Und das ist verdammt selten. Also, das braucht man ganz, ganz viel. Also, richtig übertrieben viel, um damit ein Haus zu bauen. Hier ist ein Zement. Zement? Das war meine geile Ader. Achso, ich hab auch keinen Rucksack an. Soll ich Zement mitnehmen? Ist jetzt eigentlich nicht so dringend. Wir haben eigentlich alles in unserem Lager drin. Also. Hier ist übrigens Zementmischer. Dran, hier vorne, da. Und man kann ja auch Zementmischer benutzen, okay? Da muss man die ganzen Zutaten reintun. Also Zement, Reinforcing Material, Steine und Holz. Und dann kann man sich das Haus damit bauen. Das ist ja richtig geil vor. Dann hast du das erste im Inventar, dann kannst du es dann irgendwo hinlegen, oder was? Ja, genau. Du hast ein Haus im Inventar. Nee. Du stellst den Zement, also du hast diesen roten Zementmixer, stellst ihn auf an der jeweiligen Stelle, tust da das ganze Material rein, als wenn du Kuchen backst, und drückst auf Go, das sieht dann aus wie ein Schmetterling, der drinnen rumflattert. Und dann kannst du ein Fundament bauen, das muss dann halt trocknen, über Nacht sozusagen. Also 24 Stunden in-game. Und ja, dann ist es getrocknet und dann kannst du weiterbauen. Mit Bretter und Blechen und weiteren Zementsachen, Holz und so weiter. Genau. Achso, vielleicht noch eine Sache. Es gibt dann auch zwei verschiedene Häuser, einmal Hero und einmal Bandit-Häuser. Und das ist auch sehr passend, weil Tobi ist unser Held und ich bin der böse Bandit. Tobi blutet. Ja, wieso? Also wenn man Spieler ganz oft tötet, dann kriegt man den Skin, den ich hier habe. Und wenn man ganz viele Zombies tötet und ganz viele Gesundheit genießen. Genau, dann kriegt man seinen Skin hier. Den mit der roten Mütze kriegt man, wenn man gut ist. Und den hier, den ich hier anhab, mit der Mütze und der DMR, den kriegt man, wenn man böse ist. Das, wie jedes Mal sieht man viel cooler aus, wenn man böse ist. Das ist echt unglaublich. Genau, das Haus sieht cooler aus. Nein, egal, das ist Quatsch. Komm, bevor wir noch ein Massaker anstellen, steigt ins Auto ein. Ja. Wir sind los. Das kann ich hier noch ein bisschen hin und her. Ein Reifen hat noch 53%. Oh, hat jemand noch einen Reifen geschossen? Ich hoffe nicht. Aber der vorne rechts ist ein bisschen flat, oder? Ein bisschen schon, ne? Aber wir fahren einfach zur Repair Station. Genau. Es gibt Repair Stations. Eine einzige, ja. Und wir glauben sogar fast, dass die außersehen hier im Spiel ist. Dass sie unwissentlich eine reingesetzt haben. Ja. Naja, wir zeigen euch die gleich. Wenn wir den Helikopter fertig gemacht haben, fliegen wir da sowieso hin. Aber die ist aus Arma 2 bekannt quasi. Mhm, genau. Man hat den Heli drüber hoben und sich eigentlich, betanken lassen. Und on the fly, im wahrsten Sinne des Wortes quasi. Genau, ein kurzes Stück drüber hoben und dann macht er eigentlich automatisch alles wieder auf Full. Genau, der macht dann alles grün und hat auch vollen Sprit und so weiter. Übrigens, die Invader-Insel, nenne ich mal Invader-Insel, weil so viele Heuballen sind, das sieht aus wie so eine Alien-Invasion hier. Das sind zu viele Heuballen. Einfach too much. Unrealistisch. Ja. So viele Heuballen dahin. Ja, ich glaube, durch Taviana haben wir generell ein paar Sachen kennengelernt, die bei Arma 2 schon längst drin waren, die wir aber noch nie gesehen haben, wie beispielsweise Autos, mit denen man refuelen kann, dass man generell bei Tankstellen refuelen kann oder dass man andere Autos ziehen kann mit seinen Autos. Sowas kannten wir vorher ja noch überhaupt gar nicht von Daisy. Ich muss zugeben, ich habe noch nie ein Auto gezogen. Hast du schon mal ein Auto gezogen? Ja, das ist ein Script, das ist bei manchen Servern halt eingestellt. Das ist the Towing Script, das ist halt so, als wenn du ein Abschleppseil hast. Die steht nicht. Fahr mal zum Flughafen. Wenn nicht, dann fliegen wir mit der großen AN zu Antonov. Meinst du? Hey, Flieger fliegen, da bin ich ein Pro mit drin. Ah ja, vor allem im Landen. Okay. Ja. Er hat immer einen Feuerball. So ein Feuerball. In diesem Fall ist es so gewesen, ja. Wir hatten erst einmal ein Flugzeug, beziehungsweise Bram. Das war so eine Minimaschine. Ja, ich habe ein Flugzeug gefunden, direkt super abgehoben. Ja, das hat geklappt. Das war zwar ein bisschen wackelig, aber das Starten hat geklappt. Aber das Landen nicht so richtig. Und dann? Das Landen, das war dann irgendwie so optimal. Ich habe erst den Landeautomaten angeschmissen, dann hat er irgendwie den Kurs gedreht in ein Waldgebiet rein, dann wollte ich den nochmal retten. Und dann sagt er, Peter, ich bin fast da. Und dann hat er gesagt, alles klar, du musst jetzt schnell landen. Und hat dann irgendwie so schräg angesetzt und dachte mir, komm, das geht schon safe wie bei Desert Combat damals. Schwerer kann das ja nicht sein. Wie funktioniert denn überhaupt der Autopilot beim Landen?
Ja, wann ist das?